Herzlich willkommen zum Adler aktuell im Dezember. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir reden heute über die Nothilfe in der Ukraine. Und weil es die Dezember-Sendung ist, sind wir mal aus dem Studio rausgegangen und sind in eine Einrichtung gegangen. Die wird uns gleich Ariane vorstellen. Schön, dass du da bist. Hallo. Dankeschön. Bevor wir richtig in die Sendung starten, einmal die Bitte an euch, teilt diesen Stream in eurer Timeline auf Facebook, auf Instagram oder auf YouTube, damit auch eure Freundinnen und Freunde und Verwandten erfahren, dass ihr Adler stützt und was wir hier eigentlich für eine gute Arbeit machen. Ich habe schon gesagt, wir sind heute nicht im Studio, sondern sind an einem speziellen Ort. Ariane, wo sind wir denn hier eigentlich? Wir sind hier im Sauerland, im Carpe Diem. Das ist, gehört zu Kirchhundem und ist eine kleine Gemeinde in der Nähe von Lennestadt, die zu Olpe gehört. Und hier ist seit dem 17. April 22 ein ukrainisches Langzeitflüchtlingsheim aufgebaut worden. Tatsächlich von ADRA mit Unterstützung von vielen Freiwilligen und Ehrenamtlichen. Und du bist hier sowas wie die gute Mutter des Hauses, die treue Seele, die Dame und alles und noch viel mehr. Und darüber reden wir auch heute in der Sendung, was es eigentlich bedeutet, was es für Umfänge sind, wie ihr jetzt aber auch die Tage und Wochen erlebt habt bis heute. Und wir wagen auch einen kleinen Ausblick auf das Weihnachtsfest. Ihr seht ja schon, dass hier alles wunderschön dekoriert ist. Wir zeigen euch gleich auch nochmal den Rest des Hauses. Lass uns mal damit beginnen. Du bist hier die Einrichtungsleiterin. Woraus besteht dein Alltag und was ist deine Aufgabe? Also ich muss mich wie eine Mutter um ihre Familie sich kümmert, um alles kümmern. Also das fängt morgens an, dass alle pünktlich zur Schule kommen, dass alle pünktlich ihr Essen haben. Aber das könnte man nicht alleine. Das ist eine Art Kontrollfunktion. Und ja, das Richtige ist eigentlich wie so eine Mutter, die sich um alles kümmert. Ob wenn jemand Schnupfen hat, Fieber hat, krank wird, wenn jemand Probleme hat, wenn die Schulen Probleme mit den Kindern haben, wenn Leute umziehen wollen und die Probleme haben und nicht mehr miteinander wohnen wollen oder so. Also jedes, was du in der Familie erlebst, erlebst du hier auch mit den 120 Leuten. Tatsächlich, meine Familie ist ein bisschen kleiner. Deine Teilzeitfamilie, wenn ich sie mal so liebevoll nennen darf, sind gerade 120 Personen, davon 35, 37 Kinder, wenn ich richtig gelesen habe. Also jetzt sind wir noch 35, weil fünf sind weggezogen. Wir waren 40 Kinder. Eine ist nach Siegen gezogen und zwei sind nach Kanada gezogen. Oh. Mit ihrer Familie und einer wird jetzt noch wegziehen nach Baden-Württemberg. Also ist hier auch ein bisschen ein Kommen und Gehen nach 6 Monaten zum ersten Mal. Vorher waren 6 Monate sperrig stabil hier. Aber jetzt, da freue ich mich auch, dass viele Fuß fassen konnten und ihren eigenen Weg jetzt gehen können. Wie lange er auch immer sein wird, das weiß ich nicht. Ja. Hängt natürlich in der Gesamtsituation davon ab, was passiert mit dem Krieg in der Ukraine. Aus ADRA Sicht gesagt, wir haben ja gerade die Situation, dass viel die Energieinfrastruktur kaputt gebombt wird und wir versuchen jetzt Winterhilfenprogramme in der Ukraine aufzubauen, aber auch Angebote zu schaffen für die Leute, die aus der Ukraine jetzt nochmal rauskommen. Und da ist ja Kirchhundem eine Mustereinrichtung, wenn ich das mal so sagen darf. Um es mal wirklich so zu sagen, ich glaube, dass wir das beste Heim in ganz Deutschland und auch weltweit sind, also was Flüchtlingsheim sind. Also das ist jetzt ohne Angabe oder so, aber ich glaube, es gibt kein Heim, wo sich die Leute oder Flüchtlingsunterkunft, wo sich die Leute so wohlfühlen können wie hier, glaube ich. Also würde mich wundern. Ist es nämlich, weil wir hier viel anbieten können? Nee, weil wir anbieten können, ist ja klar, aber wir machen es auch. Ne? Also das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Also das ist nicht, dass wir mit Geld zugeschüttet werden, sondern die Leute machen das auch, wenn man ihnen das sagt. Basteln die, wir hatten ja im September, weißt du ja, so ein Sommerfest gehabt und da haben die 3 Wochen gebastelt und gemacht, um das Haus zu schmücken. Jetzt haben sie das Haus also Weihnachten zum Lichterfest geschmückt, wie verrückt, über 4, 5 Tage. Und das macht ihnen auch Freude. Ne? Und es macht ihnen auch Freude, mir eine Freude zu machen. Also wenn ich sage, wir müssen das jetzt hier ein bisschen schön machen und wir haben das und das vor, sind alle auch sofort bereit, das zu tun. Ja.
Sie sind auch bereit, im Alltag mitzuhelfen. Wir haben schon darüber gesprochen, als die Einrichtung hier entstanden ist, gab es viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die mal am Wochenende vorbeigekommen sind und hier aufgeräumt haben, renoviert haben. Und das setzt sich ja auch fort, wenn ich richtig weiß. Also wir haben ja keine einzigen Hilfen von außen oder Firmen, die von außen hier putzen oder machen oder tun. Das machen die Bewohner alles selber. Ne? Ja. Also wir haben Wochenpläne und da gibt es ja manchmal auch ein bisschen so, wieso muss ich das heute machen oder so. Aber sie wissen auch, dass wenn wir Geld ausgeben würden, um Firmen von außen zu nehmen, dann würde das an anderen Stellen fehlen. Ne? Oder gar nicht zur Verfügung stehen. Ne? Also. Ja, und das betrifft auch den Küchendienst. Wir haben heute hier, netterweise wurden wir zum Mittagessen eingeladen, vielen Dank. Und haben festgestellt, ist alles selbst organisiert. Alles, ja klar. Also wir haben natürlich einen Lieferanten, der aus Köln kommt, einmal in der Woche Freitag. Wir haben dann so Listen gemacht, was die Leute, was die Leute so brauchen. Das sind unsere Therapiehunde wirklich, weil viele mussten ihre Tiere zu Hause lassen und das sind meine Hunde, also da sind sie sehr dankbar, dass sie mit denen spazieren gehen können oder die auch mal knuddeln können oder streicheln können. Natürlich, ja. Ja klar, das ist krass. Haus und Hof zurückgelassen. Ne? Ja, und wir haben ja, wir sind ja auch, glaube ich, eine der ganz wenigen Einrichtungen. Wir haben mit meinen 6 Hunde 4 oder 5 Katzen hier auch. Also das ist natürlich 7 Hunde sogar. Wir haben jetzt noch einen dazu bekommen. Also das ist ja nicht üblich in anderen Heimen. Wir müssen die Leute, die in die Tierheime geben oder so. Und das stelle ich mir ganz, ganz schrecklich vor. Also das auch noch zu verlieren. Ja, stimmt, du hast recht. Und ansonsten ist hier so eine Einrichtung, 120 Leute, seit über 6 Monaten jetzt schon. Seit 17. April, ja. Ja. Da passiert ja das Leben in einem Mikrokosmos wahnsinnig schnell wahrscheinlich. Was hast du hier schon alles erlebt? Alles. Von der Taufe bis zur Beerdigung, das muss man wirklich so sagen. Also ein Bewohner kam am 9. Mai, war schwerst krebskrank, der ist aus so einem bombardierten Krankenhaus auch geflohen, aber 11 Tage unterwegs und kam hier wirklich erschöpft an und wir wussten natürlich nicht, wie krank er ist, aber also ich habe so einen Bericht noch nie gesehen, er hat es überall gehabt und sein Wunsch war es, die Taufe zu haben, also und dann zu gehen. Der wusste auch, dass er gehen muss. Und das haben wir tatsächlich hinbekommen, dass er getauft wurde. Und dann haben wir am 20. August hier auch eine würdevolle Trauerfeier für ihn gemacht. Und ja, das war also, er hat gesagt, es ist seine Familie. Er hatte schon lange keine Familie mehr in der Ukraine, weil seine Tochter in Russland lebt und von seiner Frau war geschieden und wir waren hier seine Familie. Und wenn er zwischendurch mal zu Hause war, hat er sich immer gefreut, hier zu sein. Ja. Geht auch zu Herz, ja, ich merke das auch schon ein bisschen. Ja, ja, wir haben alle auch, also ich habe ihn dann auch mal einmal im Hospiz besucht und weil ich nur ein paar Brocken Russisch spreche, Ukrainisch gar nicht, habe ich ihm dann vom iPhone ukrainische Volkslieder vorgespielt. Ne? Musste er weinen, ich auch. Okay. Und naja, so ist das. Familie wächst zusammen und hält zusammen, ja. Ja, klar. Weil ich meine, die sind einem ja auch alle ans Herz gewachsen irgendwo. Ne? Hm. Also glaube ich schon. Also auch wenn es einem manchmal ein bisschen viel ist und wo du denkst, aber es ist ja einer Mutter in der Familie geht es ja nicht anders. Ne? Weiß ich nicht, aber ja. Und man muss auch manchmal streng sein, ne? Und auch mal sagen, nein, jetzt ist Schluss. Okay. Ja. Jetzt lass uns mal, wir sind in der Dezember-Sendung, das heißt, das Weihnachtsfest wirft seine Schatten voraus. Wisst ihr schon, viele Leute kommen aus der Ukraine, haben liebe Verwandte in der Ukraine zurückgelassen und gerade so ein Fest wie Weihnachten ist ja, glaube ich, in der ukrainischen Tradition erst im Januar. Ja. Aber nichtsdestotrotz, alles ist hier schon dekorativ geschmückt. Wie werdet ihr denn Weihnachten hier feiern? Ja, das Witzige ist, dass wir es wahrscheinlich vom 6. Also bei uns fängt es ja an mit Nikolaus, das ist am 6. Dezember.
in der Ukraine am 19. Dezember. Am 6. Dezember kommt hier jemand her, ist auch ein Sponsor, der bringt uns so Schokoladen-Nikoläuse. Und dann werden wir natürlich die Eltern machen, die mit Kindern hier sind, natürlich was am 19. Am 24. feiern wir Weihnachten, aber das ist in der Ukraine das erste Mal. Habe ich gehört, dass die Ukraine mit der russischen Weihnacht nichts mehr zu tun haben will und dass die das jetzt europäisch machen und auch am 6. und am 24. Ne? Und so, aber das dauert natürlich eine Zeit, das ist das erste Mal. Ne? Und da werden wir jetzt also feiern bis 10. Januar, jeden Tag. Sehr schön, ja, das ist eine Spannung. Und jeder dann auf seine Art und Weise. Also, und, aber ich weiß auch, wir machen viel. Nächste Woche wollen wir mit den Kindern mal Plätzchen backen und sowas und zusammen hier. Und ja, also ich hoffe, dass es schön wird in der Zeit. Das wünschen wir euch auch. Es ist, glaube ich, kein leichterer Job, den du hier hast und mehr als nur ein Job. Nichtsdestotrotz, auch im Namen der Belegschaft und von unseren Unterstützerinnen und Spenderinnen, herzlichen Dank. Und es ist nicht mit Geld zu bezahlen, was ihr hier macht. Das stimmt. Das stimmt. Aber wir machen es auch gerne. Aber man muss immer noch sagen, das ist ja nicht nur ADRA, sondern ADRA Soteria. Ne? Und das ist ja eine Untergruppe und so. Und ich bin ja auch bei ADRA Soteria eigentlich beschäftigt. Aber das ist ja auch eine Familie, wie hier auch. Also das ist das Gleiche. Ja. Ne? Aber ich wollte es wenigstens noch mal sagen. Zu Recht, ja. Ja. Wie nimmt euch denn das Dorf und die Umgebung hier wahr? Meine Güte, ohne die könnten wir es gar nicht machen. Ich sage dir, du machst einen Aufruf, der Kolja wird ja wahrscheinlich am 16. hoffentlich erlaubt, das ADRA mit dem ADRA-Bus in die Ukraine fahren. Und wie ihr wisst, wir haben ja ganz viele Menschen noch keinen Strom mehr. Ne? Und Kerzen ist somit das Wichtigste, was es gibt zurzeit. Und wir haben einmal in die Gruppe in Kirchhundensee weggeschreiben lassen, wir brauchen Kerzen. Wow, Kerzen sind noch ein Löcher hier. Ne? Wir haben Geld für grünen Tee und sowas, weil die Leute haben dadurch, dass kein Strom ist, auch keine Pumpen gibt. Die lassen sich Wasser aus den Heizungen ab, damit sie mal was trinken können. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Aber wir können für 400 Euro Tee und Brühen kaufen, die wir dann auch mitgeben und Kerzen, wie gesagt. Und wenn wir sagen, wir brauchen Winterkleidung, kommen die Leute und rennen und bringen uns Winterkleidung. Wenn wir sagen, bei uns natürlich bei 120 Leuten, ihr wisst zu Hause auch, wie oft ein Teller mal kaputt geht oder eine Tasse. Jetzt wurde das hier auch ein bisschen knapp, haben wir gesagt, hat jemand Geschirr. Schwuppdiwupp kamen Eimer, Tonnen, also kistenweise, wannenweise Geschirr, aber nicht hässliches, sondern manches muss, haben die Mädchen gesagt, nein, das machen wir nur, wenn ein Besuch kommt. Das ist so schön. Das ist auch nicht selbstverständlich. Nein, das ist sofort, wenn du hier in der Gruppe sagst, wir brauchen das und das, sind sofort alle da und helfen. Also wir haben dienstags, können Frauen zu einer Sportgruppe nach Oberhundem gehen. Wir brauchen da kein Geld bezahlen, keine Beiträge bezahlen, wir können das umsonst machen und so. Und sofort fragen die abends, wollt ihr nach Hause gefahren werden? Wir können euch schnell hochfahren, weil es sind 20 Minuten Fußmarsch, ne? Hin und zurück. Also die Hilfe ist hier grandios. Ne? Aber auch von der Kirche und so. Also das kann man auch, also katholischen Kirche, die helfen und unterstützen uns ja auch, was auch nicht selbstverständlich ist. Aber durch dieses Friedensgebet und so, was wir hier gemacht haben im September, sind die noch offener. Ne? Also jeder freut sich. Und gestern kam die Apotheke zum Corona-Test machen, weil so ein paar Leute zum TBC-Test heute mussten. Und die waren so begeistert, haben mir gleich Fotos gemacht. Das ist unglaublich. Ne? Also jeder nimmt uns wahr, aber auch mit Freude. Geht uns auch so. Und danke an die vielen Menschen, die uns da unterstützen, die euch unterstützen. Ja, absolut. Ohne die könnten wir das auch nicht schaffen. Ne? Ja. Ja. Dafür sind wir sehr dankbar und ich bin sehr dankbar, dass wir heute hier sein dürfen und herzlichen Dank für deine Gastfreundschaft. Und wir freuen uns, dass wir euch zu Besuch hatten und uns auch mal melden können in der Öffentlichkeit. Ja. Vielen Dank. Dankeschön. Und frohe Weihnachten. Das war also unsere Sondersendung aus Kirchhunden.
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank auch für eure Unterstützung über das ganze vergangene Jahr hinweg. Ich hoffe, wir konnten euch zeigen, was wir mit eurer Unterstützung alles anstellen können, wie wir Menschen helfen können. Und dafür bedanke ich mich von ganzem Herzen. Wünsche euch eine frohe Weihnacht im Kreise eurer Familie und Freunde und einen guten Rutsch ins neue Jahr und freue mich darauf. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Ciao, ciao.